Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Timberborn mit den Eisenzähnen. Ja, ich habe hier pausiert, damit wir uns das Chaos mal ein bisschen angucken können. Dieser fleißige Biber hier, ich dachte, ich könnte das jetzt mit dem Blauen hier rausbekommen, aber anscheinend doch nicht, ist anscheinend der Einzige, der hier wirklich arbeiten möchte in der Siedlung. Wir lassen das hier mal weiterlaufen. Weil die anderen irgendwie entweder alle an Altersschwäche versterben oder verhungern oder sonst was. Da sind sie jetzt schon wieder... Ah, nee, das war jetzt Wasser. Okay, ich habe nichts gesagt. Wir haben ein wenig Holz. Ach, wir haben den Weg hier rüber. Das ist sehr schön. Das müssen wir dann natürlich als erstes bauen. Dann wäre jetzt die Frage... Natürlich kommen wir jetzt nicht dahin. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Dann bauen wir hier einen hin. Ist das besser? Oh nein, jetzt kommt die Dürre schon wieder. Wollt ihr mich denn veräppeln? Oh, wir haben doch gar nicht so viel machen können hier. Okay, also die Getriebewerkstatt sind wir schon ansatzweise am Bauen, damit wir hier genug Wasser auch später haben können. Wir brauchen aber immer noch einen Förster. Jetzt ist hier oben gerade irgendwas. Warten auf Nährstoffe. Wir brauchen Wasser und Beeren. Beides haben wir genug. Wieso ist hier keiner, der das mal eben rüber transportiert? Hä? Hä? Leute? Da ist aber noch genug drin. Aber die beiden haben gerade erst angefangen. Ja, also wir brauchen definitiv mehr von diesen Zuchtbehältern. Ich weiß schon, wo die Schwierigkeit liegt bei den Eisenzähnen. Dadurch, dass die sich jetzt nicht einfach so vermehren, indem wir denen dann eine Hütte irgendwo hinbauen. Wieso sind die eigentlich... Ach so, die ist noch gar nicht gebaut. Ja, okay. Aber die haben doch schon das ganze Holz reingeballert. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ihr sollt nicht da das Holz reinballern. Ihr sollt es da reinmachen, wo ich die Sachen baue. Ja gut, hier ist das Holz fertig. Da warte ich nur noch auf die Planken. Ja gut, dann haut das Holz erstmal da rein. Dann ist es okay. Da rein und bitte auch da rein, weil das möchte ich doch schnell gebaut haben. Ach, ich weiß, warum das nicht funktioniert. Ich vergesse es immer wieder. Ich weiß nicht, warum. Haha, haha. Dann können wir das auch wegmachen. Haha, haha. Scheiße. Ach, Mann, ach, Mann, ach, Mann. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall noch ein Gebiet, wo man... noch Holz holen könnte, vorausgesetzt natürlich, dass wir genug Biber hätten. Jetzt wollen die auch schon wieder Wasser haben. Hier unten, ich wollte gerade sagen, hier unten ist Wasser. Das könnt ihr euch jederzeit holen. Hier haben wir auch noch niemanden. Wir haben jetzt gerade einen noch im Lagerhaus. Also nicht im Lagerhaus, hier im Dings. Ach so, das Lagerhaus. Habe ich jetzt total vergessen. Okay, das ist aber okay. Da soll jetzt erstmal alles rein. Normalerweise habe ich ja gesagt... Solltet ihr mal ein Lagerhaus zum Beispiel für Beeren, ein Lagerhaus für, weiß ich nicht, Kartoffeln oder was weiß ich was machen. Aber wir können jetzt im Moment natürlich nicht anders. Deswegen, so hier oben ist das Holz jetzt schon fast weg. Gut, den könnte ich dann, na, da oben geht er auch noch hin, den könnte ich dann theoretisch... pausieren, damit endlich mein Förster hier reinkommt. Ich weiß auch nicht, warum die Jungtiere nicht erwachsen werden die ganze Zeit. So, das mache ich jetzt erstmal aus, damit da... Nein, da ist jetzt nicht ernsthaft ein Arbeiter gerade reingegangen. Wir brauchen einen Förster, du Idiot. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich brauche diesen scheiß Förster. Ich brauche natürlich auch Planken. Okay, also das geht schon mal. Ich mache das jetzt, auch wenn ich es nicht gerne mache, mal so, dass ich einen Wissenschaftler hier pausiere. Weil, wie gesagt, wir brauchen endlich einen Förster. Anders geht's nicht. Da brauchen wir Planken für und Getriebe.
Das priorisiere ich mal, das eine zumindest. So, dann muss ich jetzt mal schauen. Also die Seite, da soll noch ein Förster auf jeden Fall auch hinkommen. Da kommt alles Holz hin und da könnte ich theoretisch, wenn ich das abgebaut habe, einen Bauernhof hinmachen. Mach das mal ein bisschen langsamer hier. Was aber auch nicht schlecht wäre, wenn ich hier nochmal Wasserpumpen ranmachen würde. Sehe ich hier natürlich quasi gar nichts. Das ist jetzt ein bisschen unvorteilhaft. Hier auf jeden Fall schon mal eine. Und wenn ich dann Bauernhof mache, ja, es müsste aber eigentlich reichen, wenn ich das da hinten mache. Also die erste, die priorisieren wir jetzt ein bisschen. So. Das machen wir so. Dann geht es hier natürlich nochmal durch. Und ich werde dann da definitiv ein Bauernhaus. Es kommt nicht ganz bis da hinten. So kommt es bis hinten. Ich möchte natürlich alles nach Möglichkeit ausnutzen. Vom Platz her. Ich möchte es aber anders machen. Moment, ich möchte das direkt richtig machen, indem ich zwei Bauernhäuser da reinbaue. Da. So. Und ich werde. Ach so, Quatsch. Ich werde dann. Ja, was mache ich denn mit den Maschinen? Theoretisch müsste ich die hier vorne machen. Wobei da hinten hätte ich auch noch Platz. Also, ich weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier so ein Stück mit den Karotten dann hin. So, dass das schon mal alles markiert ist. Da haben sie auch schon ein bisschen mit angefangen. Wir haben immer noch keinen Förster. Schon wieder einer gestorben. Ich glaube sogar zwei an Altersschwäche und die Jungtiere werden irgendwie nicht älter. Ich weiß auch nicht warum. Ja, der ist immer noch da. Nee, der ist immer noch da drin. Super. Lass dich doch einfach mal umschulen zum Förster. Das wäre viel, viel einfacher. Erwünscht sind hier eigentlich. Boah, ist es denn? Nein, keine 2000. Erwünscht sind 200. Das war das quasi komplett mit Bären auffüllen. Ich würde auch schon fast sagen, dass wir hier tatsächlich alles, was wir lagern können, nicht lagern. So, sondern nur diese Beeren, dass das alles direkt nach da oben geht. Dann bräuchten wir allerdings auf jeden Fall nochmal ein neues. Da brauche ich so viel Holz und so viel Planken für, ne? Ist aber auch Kapazität 1000. Ich meine, da könnte man hier so einiges reinkriegen. Ja. Ach, jetzt ist er doch draußen. Na super. Nee, das ist der, der gestorben ist, glaube ich. Ach, der ist an Altersschwäche gestorben, weil er nicht mehr erfinden konnte. Oh nein, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ach so, wir stehen ja gar nicht auf Maximum. Ah, das ist doch doof. 250 brauche ich dafür. Dann warte ich hiermit noch ein bisschen. Wir müssen nur gucken, dass wir die nächste Dürre auf jeden Fall überstehen. Das Problem ist halt, wie gesagt, wir haben keine Arbeiter.
Wir brauchen hier unten noch einen Arbeiter, der pumpen kann. Ja, später dann auch hier auf der Seite. Ach, das sind die gerade am Bauen. Wieso bauen die das nicht? Weil wir schon ein Sägewerk haben eigentlich, ne? Okay, nee, dann machen wir das auch als zweite Priorität. Das ist nicht schlimm. Ja gut, da kommen eh nur die Planken rein. Das heißt, theoretisch könnte ich das jetzt auch auf Priorität setzen, weil passiert ja eh nichts. Ich will jetzt nur von den Tanks nicht zu viele machen, weil die futtern uns natürlich auch das Essen weg. Und ich sehe es schon kommen, dass die nächste Dürre bald kommt. Wir haben einfach keinen Förster. Das ist das, was mich jetzt im Moment ankotzt. Ich hätte den direkt... Ja, bauen müssen ist natürlich verkehrt gesagt, weil ich konnte ihn ja nicht bauen. Ich sollte aber vielleicht hier mal einen Weg hochbauen, damit die hier nicht die ganze Zeit wenn die da hinten rumlaufen, damit die nicht immer die ganze Zeit nach hinten rumrennen müssen. Das ist nämlich auch ein bisschen blöd. So, jetzt haben wir 8 von 10. Immer noch 3 Jungtiere. Wir brauchen einen Förster, Leute. Ohne geht es nicht. Dann sind wir bald komplett weg vom Fenster. Das ist auch eine sehr, sehr gute Sache. Das würde ich auch gerne freischalten. Aber ich wollte irgendwas anderes doch eben noch freischalten. Jetzt habe ich es vergessen. Ach so, das Lagerhaus war das, genau. So, ach, das ist das Lagerhaus. Mhm. Ja, das können wir wegen Platzersparnis dann mal dahin machen. Ich halte nichts davon, wenn das so im Hintergrund ist, aber... Wenn der Förster wenigstens hier hingehen würde und hier mal was weitermachen würde. Ne? Aber mir sterben ja schon wieder die Leute weg. Das ist ja das Problem. Und wir haben hier nicht mehr allzu viele Dings. Nicht mehr allzu viele Bäume stehen. Der hat jetzt fast alle Planken drin. Ja gut, Lagerhaus, glaube ich, ist im Moment eh nicht so wichtig, weil wir eh nicht allzu viel haben, was wir lagern können. Das wäre dann die andere Sache. So, Getriebe. Im Getriebe sitzt immer noch einer drin in der Getriebewerkstatt. Willst du mich veräppeln? Wieso gehst du nicht zum Förster? Also, wieso wirst du nicht Förster? Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich verstehe, dass der wartet. Lass den mal arbeiten, weil der stirbt mir sonst wieder. Ach nee, jetzt auf einmal ist er raus oder was? Hä? Oder ist er jetzt... Nein, er ist tatsächlich an Altersschwäche gestorben. Das war der doch, oder? Also, ich denke, das ist ein Fluch, wenn man die auf Pause stellt, dass die dann tatsächlich an Altersschwäche sterben. Ich verstehe es nicht. Also, ich verstehe es schon irgendwie, aber ich kann es nicht akzeptieren. Wirklich nicht. Ich setze jetzt mal so ein paar mehr von den Dingern hin. Also was mir wirklich Sorgen macht, die nehmen mir natürlich das Wasser weg und die nehmen mir natürlich das Essen weg. Ich brauche aber dringend Nachschub, dass jemand hier in die Getriebewerkstatt geht. Ich habe keine Bretter, ne? Ach so, weil da jetzt auch keiner mehr ist. Ach du Heiliger. Ah, ja, ja, ja. Das wird ein bisschen kompliziert. Vor allen Dingen, wenn hier, da hier unten ja auch keiner hingeht. So, das pausiere ich erstmal. Nicht, dass die auf den Gedanken kommen, da noch hinzugehen. Da müssen wir auf jeden Fall noch einen hinkriegen, weil das ist das Einzige, wo jemand arbeiten kann. Der stirbt vermutlich, sobald ich das jetzt wieder freigeben würde. Also gebe ich das jetzt nicht frei. Ich weigere mich. Oder der ist schon tot. Das kann natürlich auch sein, dass das dann nur, wenn das freigegeben wird, steht dann da. Das könnte auch sein.
sitzen. Würde mich nicht wundern. So, der hat Planken bekommen. Ah, die Sägewerkstatt haben wir jetzt auch eine zweite. Sehr schön. Ach so, ja, da arbeitet ja noch keiner. Wir warten ja immer noch auf die Jungtiere. Es ist schlimm, es ist schlimm. Das Problem ist, wenn ich jetzt mehr baue, ist das ja auch alles schön und gut. Nur, es bringt mir ja im Moment noch nicht allzu viel. Ich stelle das mal hin mit niedriger Prio. Alles so niedrige Prio. Oder ich mache das erstmal aus, nicht, dass die da doch noch auf die Idee kommen, da irgendwas zu bauen. Weil wir haben halt kein Holz mehr. Wir haben keine erwachsenen Leute. Keiner ist clever genug, der Förster zu werden. Ich verstehe nicht, warum. So, hier ist eh keiner drin. Das schalten wir jetzt auch mal aus, damit wir hier gezielt... Das schalten wir auch aus. Dann haben wir nur ein Sägewerk. Und das schalte ich auch aus, weil dann können die nämlich gezielt da oben hingehen. Oder hier unten. Das wäre ja auch okay. Dann würden sie erstmal Holz holen. Aber die machen ja gar nichts. Also ich weiß nicht, wenn die Jungtiere erwachsen werden, ich weiß nicht, was die eigentlich hier machen. Wir haben hier nur einen drin. Hier haben wir auch nur einen. Dann können wir von mir aus auch erstmal pausieren, den einen. Damit da auch keiner reingeht. Ach, die sind... Nee, die sind nicht am Forschen. Dann lasse ich den auch mal weg mit der Forschung. Also zwei haben wir in der Forschung. Okay. Jetzt habe ich aber wirklich alles abgesperrt, was ich absperren konnte. Irgendwann muss doch mal eins dieser faulen Jungtiere erwachsen werden. Ich meine, ich spiele jetzt hier schon, keine Ahnung, 10 Minuten, Viertelstunde oder so. Und wir sterben alle entweder davon und werden dann sofort ersetzt. Oder ich bekomme gar nichts Neues. Also da verstehe ich schon, warum jeder sagt, dass die Eisenzähne doch teilweise um einiges schwieriger sind. Weil es ist natürlich wesentlich einfacher, wenn man die Baracken, wollte ich gerade sagen, wenn man die Häuser stehen hat, die vermehren sich ohne weitere Kosten, ohne Essen, ohne Trinken und so weiter. Jetzt haben wir einen Erwachsenen bekommen. Einer ist jetzt vom Jungtier erwachsen geworden. Ja! Wir haben endlich einen Förster. Leck mich am Arsch, hat das jetzt lange gedauert. Oh, sorry, aber... Ey, das geht gar nicht. Oh. Okay, was ich jetzt machen werde... Oh Gott. Was geht dahin? Was ich machen werde, ist jetzt hier nochmal eben was nach oben durchzuziehen. Damit eventuell die Wege ein bisschen kürzer sind. Holla die Waldfee. Er baut zumindest schon mal neues Holz an. Also da sind wir dann... Wobei mir natürlich lieber gewesen wäre, wenn er jetzt hier bei den Büschen angefangen hätte. Aber gut, die sind natürlich noch dran. Also... Ach, da fällt mir ein, das mit dem Honig. Also, nee, das ist die Bäckerei. Was rede ich denn? Ach, die haben das gar nicht. Das war doch hier drunter, oder? Oh. Also, dann verstehe ich das. Wenn das wirklich eine positive Auswirkung hat, was ich jetzt natürlich hier nicht ganz nachvollziehen kann, beziehungsweise bei dem anderen jetzt nicht wirklich gemerkt habe, dass es sich positiv auswirkt. Jetzt haben wir, glaube ich, aber auch einen Erwachsenen, ne? Dann verstehe ich, dass da die Eisenzähne ja schwieriger sind, dass die deswegen dann hier auch diese Honig, Quatsch, diese Bienenstöcke nicht haben. So, was ist jetzt hier eigentlich mit dem Rad? Ach so, doch, da sind sie aber irgendwie dran am Bauen. Dann kann ich jetzt erstmal
So, die geben wir jetzt frei. Und das. Da ist jetzt einer reingegangen. Das ist schon mal sehr schön. Dann gebe ich das jetzt hier auch wieder frei. Wenn neue Erwachsenen kommen, dass das dann da reingemacht werden kann. So, so langsam nimmt es endlich mal Gestalt an. Achso, das ist ja auch schon... hatte ich das nicht markiert? Ich dachte, hier habe ich es markiert. Oh, okay. Das ist jetzt wirklich mein Fehler. Ich habe jetzt echt gedacht, hier habe ich es schon markiert gehabt. Okay, dann bauen wir hier noch einen Förster hin. Moment, bis wo kann der? Bis auf dieses eine Fleckchen da oben kann der. Also quasi genau so. Gut, dann machen wir das jetzt mit Prio. Dass wir hier einen Förster bauen können. Weil dann haben wir nämlich schon mal zwei Fleckchen, wo definitiv angebaut wird. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Würde ich dann auch ein bisschen vorne alles mit den, die 3 Tage, glaube ich, brauchen. Ne, 9 Tage sogar. Oh Gott. Ach du. Jetzt weiß ich auch, wie ich auf die 3 Tage komme. Oh je. Kann das sein, dass das bei denen länger dauert? 4 Tagen Karotten, 6 Tagen. Ich habe nämlich irgendwas mit 3 Tagen im Kopf. Oh je, oh je, oh je. Also die sind dann doch, wenn das wirklich so ist, wie ich jetzt gerade gedacht habe, die sind dann doch um einiges schwieriger. Hier wollte ich die hinstellen, genau. Oh, und die Dürre kommt auch bald wieder. Wollt ihr mich denn veräppeln? Wollt ihr mich veräppeln? So, das, dann das und die zugegebenermaßen sehr viel länger brauchen, aber auch mehr geben, die setzen wir dann auch noch da rein. So, hier ist jetzt auch noch so ein bisschen was frei. So, das macht der Holzfäller. Der klaut mir immer meine ganzen Bäumchen hier. So. Ach, jetzt haben wir es endlich. So Richtung Ende der 2. Folge. Also wir können noch ein bisschen was machen. Haben wir es dann doch endlich mal geschafft. Ah ja, hier können wir jetzt auch wieder freigeben. Wir haben noch 5 Jungtiere. Ich würde dann schon fast sagen, dass wir da hinten mal mit Priorität machen. Und hier auch nochmal was mit Priorität. So, wir brauchen aber immer noch Getriebe. Da sitzt immer noch keiner drin. Auch hätte ich das Rad gern. Achso, das Rad, da sind sie. Ja gut, dann machen wir mal das Rad auf Priorität, damit die das dann auch fertig zu Ende bauen. So, da könnte ich theoretisch sogar ein Lager reinbauen, würde ich sagen. Aber das, ja. Also für später. Auf jeden Fall. Oder ich lasse es jetzt so mit niedriger Prio. Das kann ich natürlich auch machen. Oh, der Förster ist gebaut. Sehr schön. Also was uns wirklich fehlt, sind die Jungtiere. Nachteil ist natürlich, wir brauchen wesentlich mehr Essen. Und wir brauchen... Naja, gut, im Moment geht's noch. Aber es kommt ja jetzt auch noch die Dürreperiode. Wir brauchen wesentlich... Ah, jetzt arbeitet auch mal einer hier am Wasser. Sehr schön. Wenn jetzt hier noch einer reingehen würde, könnt ihr auch nochmal 15 für Vorrat holen. Aber dazu müssten die Jungtiere ja erstmal erwachsen werden. So, hier arbeitet immer noch keiner. Das heißt, wir kriegen immer noch kein Getriebe. Natürlich nicht so gut ist.
So, Holz ist hier oben auch schon fast alles weg. Ja, da kann man immer mal wieder. Das Problem ist, wenn ich das jetzt löschen würde, dann wird der natürlich da weggehen. Wenn ich in der Hoffnung, dass er dann woanders hingeht. Und nicht irgendwie faul auf der Haut liegt oder so. Weil für die drei Bäumchen hier, bin ich ganz ehrlich. Komm. Ich weiß nicht, wo Zerwil jetzt ist. Ist das der gewesen? Ach, er macht jetzt hier einen Förster. Ja, sehr schön. Vom Holzfäller zum Förster aufgestiegen. Das ist doch mal eine Traumkarriere. Ja, cool. Dann haben wir das hier auch schon mal gesichert. Sehr, sehr geil. So, da müssen wir immer mal wieder gucken, was wir hier nochmal neu machen können. Weil die natürlich erstmal das Original hier abpflanzen. Abpflanzen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Okay, perfekt. Aber ich brauche immer noch... Ah, da ist jetzt einer drin. Da ist einer drin. Glaube ich zumindest. Ja, doch. Aber... Ach so, wir haben ja jetzt die Dürre, die kommt. Das heißt, wir kriegen jetzt hier keine Energie mehr. Oh, aber zumindest ist da jetzt einer drin. Jetzt lass den bitte nicht sterben. Lass ihn bitte nicht sterben. Wieso steht da eigentlich Dürre beendet, wenn die Dürre gerade erst kommt? Ich nehme das mal einfach so hin. Ja. So. Deich, Schleuse, staut Wasser bis zu einer einstellbaren Höhe. Das ist was, was ich bis heute noch nicht verstanden habe. Das ist eine Doppelschleuse. Könnten wir die zum Beispiel hier dran machen? Theoretisch ja. Praktisch weiß ich nicht, ob wir da hinkommen, um das bauen zu können. Das sind 250, ist natürlich viel. Nee, das ist aber Blödsinn, glaube ich. So. So. Das war jetzt, glaube ich, Schwachsinn. Moment. Ach so. Ja, nee. Das geht ja doch noch höher. Das war jetzt, weil jetzt die Dürre gewesen ist. Das heißt aber andersherum... theoretisch müsste doch das Wasser hier hinten hochstauen und dann runterkommen, oder? Ich habe keine Ahnung, wie teuer ist denn das überhaupt? Planken und Holzscheide. Das heißt, wir müssten theoretisch hier einen Weg rumbauen. So. Das ist jetzt natürlich wieder super gemacht. So. Theoretisch müsste man jetzt ja oben dran kommen. Ob das praktisch auch so funktioniert, weiß ich noch nicht. Aber ich will es hoffen. Okay, also wir haben jetzt auf jeden Fall, weil ich möchte nämlich gerne hier so ein Becken hinkriegen. Wenn, wenn das Wasser weggeht, dass wir hier trotzdem noch Wasser rauspumpen können. So, dann haben wir Schleuse, staut Wasser, 150. Ja, das schalten wir jetzt auch mal frei. Das würde ich dann gerne... hier machen. Ja, ich weiß, ich habe hier keinen Weg hin, aber das können wir eventuell... Ach, was mache ich denn hier? Das können wir eventuell anders machen. Oh ne, so nicht. So, Treppen. Dahin. Ja, das ist ja mal blöd. Okay. Okay.
haben sich ja mal was einfallen lassen, wie man da hinkommt. So. 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 Irgendwann habe ich es. Und hier die Treppe. So. Mal gucken. Aber ja, toll. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Oder war der jetzt an dem Baum dran? Nee, der war an dem Baum dran. Naja, lege mehr Pfade an. Ihr könnt mich mal. Das muss ja erstmal gebaut werden hier. Okay. Aber das sollte theoretisch, weil das ist ja hier, das sollte theoretisch auch noch definitiv im Einzugsgebiet drin sein. Die Frage ist jetzt nur, ich habe jetzt hier natürlich nichts gebaut, aber ich würde mal behaupten, ich mache das mal auf Prio hier. Ich würde mal behaupten, dass das aber gehen sollte. Ja, das ist die Vorbereitung auf einen Staudamm. Wahrscheinlich habe ich es jetzt ganz falsch gemacht, weil ich absolut null Ahnung davon habe. Aber wir gucken mal. In der Hoffnung, dass wir... Also der Gedanke dahinter, den hat, denke ich mal, jeder verstanden. Dass hier so eine Schleuse im Endeffekt gebaut wird, kein Staudamm. Weil es soll ja immer noch die Bewegung drin sein. Und dass hier eine Schleuse gebaut wird und dass, wenn das Wasser hier oben wegbleibt, dass trotzdem hier im Becken drin bleibt, dass ich noch weiter Wasser pumpen kann für Notfall. Klar, ich habe dann die Energie nicht mehr, die ich dann hier auf den Dings brauche hier, auf den Gebäuden. Aber ich hätte das Wasser. Und das ist halt überlebenswichtig, dass ich noch Wasser rauspumpen kann, so lange, um die Dürre halt zu überstehen. Und wenn das funktionieren sollte, dann könnte ich auch überlegen, ob ich nicht hier noch eine Verbindung mache, zum Beispiel bei den Bäumen. Oder vielleicht mache ich es hier, weil hier ist Nee, das ist ja auch Blödsinn. Was rede ich denn da? Wenn hier sowieso Wasser ist, dann brauche ich ja auch nicht zu bewässern. Dann ist das ja bis hier sowieso. Also das Letzte habe ich jetzt nicht gesagt. Also die Idee ist auf jeden Fall, dass hier noch Wasser drin bleibt und dass das hier mein wichtigster Punkt ist, wo ich dann auch mitarbeiten kann. Oh, hier ist auch einer drin. Sehr schön. Und hier sind sie jetzt auch noch eine Wasserpumpe machen. Das Problem ist nur, wir kommen natürlich nicht weiter, wenn wir keinen Wassertank haben. Aber der wird noch gebaut. Ja, also, die Idee ist klar. Wie die Ausführung ist, weiß ich noch nicht. Ich gucke mal eben, das hier wird hier, das wird schon rot. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir noch bis da hinten hinkommen. Das lege ich auch mal als Prio an, dass wir da weiter runterkommen. Lege ich jetzt mal alle hier als Prio an. So. Okay, dann würde ich sagen, mit diesen Bildern, dass ich mich erstmal für heute von euch verabschiede und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge verfolgen und ja, mal schauen, wie es wird. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Es ist doch sehr heikel teilweise mit den Eisenzähnen, weil man die Sachen, ja, die man doch sehr als Komfort mitnimmt immer, nicht machen kann. Da müssen wir uns dann andere Sachen für überlegen. Ich habe auch vorhin schon gesehen, bei der Energie beispielsweise, wir haben nur das Rad, wo die drin laufen können, oder das Wasserrad. Und wir haben einen Generator, aber der, ja, so wie sich das gelesen hat, da muss man wohl irgendwas einführen, wahrscheinlich Holz oder sonst irgendwas, damit der dauerhaft am Laufen bleibt. Und es war natürlich viel einfacher mit der Windmühle, die zwar hin und wieder mal ausgefallen ist, weil der Wind nicht richtig stand, aber sonst recht gut funktioniert hat. Das haben wir jetzt hier leider nicht. Ja, mal sehen, wie es weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Ciao!